176 Meter. Aus dieser Höhe blickte die ukrainische Staatsflagge auf Moskau herab, an einem Morgen im August vergangenen Jahres. Diese jungen Leute, zwei Frauen und drei Männer, die sogenannten Roofer, also Dachkletterer, sollen sie gehisst haben. Außerdem sollen sie einen der höchsten Sterne Moskaus in der 26. Etage dieses historischen Wohnhauses in ukrainische Farben gestrichen haben. Dafür mussten sie jetzt vor ein Moskauer Gericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Vandalismus und Rauditum. Beim Prozessbeginn bestreiten sie aber die Tat. Sie seien rein zufällig am selben Tag auf demselben Dach gewesen, um einen Fallschirmsprung zu unternehmen. Die volle Verantwortung trage nur er, der Ukrainer Pavel Uschewetz, in der Szene bekannt als Grisha Mustang. Ihm gelang die Flucht in die Heimat, in die Ukraine. Von dort aus hat er die Tat gestanden. Den russischen Behörden aber reicht das nicht. Die Verteidigung spricht von einer politisch motivierten Festnahme. Das ist ganz klar ein Schauprozess. Man will damit alle bestrafen, die ihre Sympathien gegenüber der Ukraine zeigen. Selbst diejenigen, die rein zufällig in der Nähe waren und damit nichts zu tun haben. Hier in Moskau rechnet man jetzt mit einem langen Prozess, an dessen Ende den jungen Leuten bis zu 3 Jahre Haft drohen.